Willkommen zurück, Reisende. Wir sind wieder bei No Man's Sky. In der letzten Folge haben wir Terminal-Missionen gemacht und dabei ein Mini-Dino gefunden und Schimmel. Und ich habe uns jetzt hier mal einen Basiscomputer hingestellt und werden wir uns jetzt hier eine kleine Basis drum bauen, dass wir den Schimmel einsammeln können immer. Müssen nur gucken, dass er uns nicht wegrollt. Also wenn wir da drunter Wände ziehen. Ich habe gedacht, das machen wir aus Stein. Nehmen wir oben. Ja, nehmen wir die Wand. Müssen wir mal schauen, dass wir das weit genug wegmachen, dass hier auch genug wieder spawnen jedes Mal. Also da ist der letzte. Machen wir so. Mal gucken, machen wir noch einen. So, dass uns dann auch keiner verloren geht. Machen uns eine kleine Plattform. Ja, lieber. Ja, das müsste so reichen. Machen wir jetzt seitlich. So. Dann können die nur. Da unten fehlt noch einer. Dann können die nur nach da rollen. Dann gehen wir hier hoch. So, da ist unser Basiscomputer. Jetzt sehe ich natürlich gar nichts mehr. Also, da sind die. Ha. So. Ja, ich sehe gar nichts, aber. Das wird schon irgendwie funktionieren. So. Bauen wir hier noch eine zweite Reihe aus Steinplatten. So. Dann stellen wir uns da einen Kurzstreckenteleporter hin. Stellen wir dahin. Nehmen wir am besten hier noch so. Und jetzt nehmen wir Steinfenster. Gucken. Dann nehmen wir auch das hier. So. Eine Reihe Steinfenster. Dann machen wir noch eine zweite darüber. So. Und wenn wir dann ein Dach drüber machen, zählt es als Gebäude, auch wenn man keine vier Wände hat. So, hier noch die beiden. Gucken, können wir hier eine Treppe nach
Oben? So. Wo schließt denn die dann ab? Eine kürzere gibt's. Ja, genau die hier, aber. Die funktioniert ja dann mal wieder für gar nichts hier, oder? Kann man darauf lang gehen jetzt? Ja, nee, kann man nicht. Also diese Stücktreppe, das ist doch... Also das taugt ja mal gar nichts. So, wieder in die Baukamera. Das gelöscht. Ja, können wir ruhig eine ganze nehmen. So. Vielleicht, nee, so. Halbe Wand vielleicht. Ah, da passt eine ganze Wand hin. Okay. Und dann kommt, duplizieren wir die? Hm, was wie nichts zum Duplizieren. Hä? Warum können wir die nicht? Na, von mir aus. Machen wir halt so. Dann kommt jetzt so eine halbe dahin. So. Und dann... Ja, das geht gar nicht. Ah, das wäre dann ein zu flach. Oder? Boah, nee, geht. Komm da durch. Können wir da jetzt ein Dach draufsetzen? Aber hier so ein richtig vernünftiges Dach gibt es ja nicht. Was ist denn das? Ups, nein. So. Ja, wir können ja eine schräge... Gibt es hier mit Fenstern? Nee, ne? Nee, leider nicht. So machen... Ach nee, oh, das war falsch rum. So. Hi, machen wir das jetzt in der Ecke. Machen, wir lassen die mal aus, da, die beiden. Machen erstmal so. So. Wie können wir das in der Ecke da hinten machen? Geht das irgendwie so?
Ha. Na, das scheint nicht zu gehen. Ja, aber hey, so verbindet sich doch nicht, oder? Das jetzt dahin. Jetzt nehmen wir mal eine Dachplatte. Ja, steht da jetzt über. Hä? Dachaufsatz. So würde gehen, aber dann fehlt doch hier jetzt ein Stück. Aber nur weil es so nicht so ein kurzes Stück gibt, ne? Also hier. Ha. Aber wir können das ja auch nicht. Ah, warte mal, vielleicht geht einfach nur so auf einer Seite. Dann, was ist das denn hier für eins? Hat das Luftlöcher oder? Scheint so, oder? Und wie sieht so eins aus? Das beleuchtet. Also kommt das erst nochmal wieder weg. Das geht doch irgendwie nicht. Also da lässt es sich verbinden. Aber dann ist ja hier wieder ein Loch. Ja, müssen wir auch andere Teile nehmen. So, nehmen wir halt was. Eben hatten wir das. Schräge. Ja, das ist doch auch eine Schräge. Sieht nur anders aus. So. Wenn wir das erstmal so machen. Und oh. Nee. Hä? So. Also das wäre ja dasselbe Teil, ne? So. Aber jetzt das. Da dran. Da war es eben. So. Na, jetzt kann man da aber nicht mehr drunter lang gehen. Das ist doch alles. So, wenn wir da. Dann halt. So, die noch hin. So, und jetzt eine Schräge da dran. So. Ist ja gar nicht miteinander verbunden. So. Dann nehmen wir. Hier war doch eben das da. So.
Das kann man miteinander verbinden. So. Jetzt müssen wir nur noch einen nach unten kommen. Das noch mal genauso machen können. Ah ja, lässt sich wieder nichts duplizieren hier. Ich weiß auch nicht, was das soll. So, machen wir jetzt hier noch. So. Das Dach lässt sich duplizieren. Ja, gibt ja gar keinen Sinn. So. Kommen wir da jetzt drunter durch? Ja, man kommt drunter durch. Okay, dann können wir hier jetzt ein ganz normales Dach draufsetzen. So. Aber nehmen wir so ein Dach. Welches nehmen wir denn? Das hier? Nehmen wir so eins. Sieht ja doof aus, wenn die zwei ineinander sind. Geht das mit denen hier? Ja, warum geht... Na gut, das sieht nicht so schlimm aus dann, ne? Komisch, als wären die Dachpaneele ein Stück zu groß. Oder nehmen wir dann für innen. Aber die sieht doch noch größer aus, oder nicht? Hä, warum sind die denn unterschiedlich groß? Wie sieht das aus? Was ist denn, wenn wir jetzt... Das sieht aus wie Stein, oder was? So. Ups. Oben so eins oder so eins, so oder bisschen dunkel jetzt hier drin. Also, dann, wenn zu dunkel, dann müssen wir Lampen. Das passt denn am besten zu Steinen, das hier, oder? Cool. Aber genau hier so zwischen oder also auf, so auf der Höhe ist jetzt die Frage. So, wenn wir jetzt mal so, oh Gott, die kann man also immer pro Fenster so am Rahmen 2 vielleicht. Und dann noch irgendwie eine Deckenleuchte, damit hier ein bisschen Licht drin ist. Weil durch den Feuersturm sieht man ja nur noch weniger dann. So. Ups. Bisschen zu weit. Am
machen wir jetzt hier erstmal. Oh Gott. Teleporter im Weg? Oh, nee. So. Weil ich dachte, den Basiscomputer lassen wir da oben stehen. Aber links daneben gibt es auch eine Höhle. So, wie machen wir das jetzt hier? Dann würden ja zwei hier so überlappen. Ja, dann lassen wir es da weg. Machen hier wieder eine hin. So. So, dann haben wir die gleich fertig. Und außerdem kann unser Schiff auch da oben parken, wo der Basiscomputer ist. Da ist ein Stück gerade. Wir werden das Schiff nur kurz mal einmal woanders hinstellen. Damit wir da ein Landepad hinsetzen können, weil wenn wir jedes Mal mit dem Teleporter kommen, dann landet das Ding ja sonst wo. So, hier kommt ja dann auch eine Wand hin, dann lassen wir da die Lampe weg. Aber welche hängen wir an die Decke? Ah, wir haben nur die hier. Also eine Leuchtstoffröhre sieht ja irgendwie nicht so toll aus. Und wenn wir... Ne, warte mal. Aha, cool. Damit wir sehen, wo die Schimmelbälle sind, machen wir uns da einfach hier Lampen hin. Hey, was? Wo? So. Ja, das ist zu hoch. So. Nein, oh, was denn jetzt? Oh. So, dann haben wir das da unten nämlich beleuchtet. Was könnten wir in Laterne? Sieht das aus? Das macht ja immerhin etwas Licht, ne? Da muss man ja auch so viele hinstellen. Oder? Hm. Also richtige Leuchten gibt es jetzt hier nicht, oder? Wir könnten so eine meine... Oh Gott, ich sehe ja gar nichts. Wo sind jetzt die Steinwand hin? Immer hier so in die Mitte. Vielleicht macht das genug Licht. Weil hier ist ja auch relativ schnell dunkel, scheinbar auf dem Planeten, oder sehr lange dunkel. So. Hm, so. Ich glaube, da ist sogar ein Punkt in der Mitte. Also, wenn das die Mitte ist. So ein kleiner schwarzer Punkt. Und wenn wir da in die Nähe einfach so, sieht ja dann halbwegs da noch eine. Sieht ja so halbwegs gerade aus dann. So vielleicht. So. Ah, das geht ja mal gar nicht jetzt hier. Dann machen wir, weil unten ja Fensterlampen gibt, machen wir jetzt hier oben auch welche hin. So, und jetzt...
die Höhe vielleicht. So, und da so. So mittig. Ungefähr. Die Lampen sind an, aber warum die da unten nicht? Oh. Mal gucken. Hat irgendwas hier einen Stromanschluss? Nein. Hey, der Basiscomputer steht doch da. Warum hat denn der Teleporter keinen Strom, aber die Lampen... Oder brauchen die Lampen generell keinen Strom? Ha. Huh. Na, immerhin ist jetzt hier mal Taschenlampe ausmachen. Ein bisschen Licht. Wir stellen den jetzt mal in die Ecke. So. Irgendwie. So. Gehen wir jetzt zum Basiscomputer und können dann hier immer so drauf schießen, dann rollt er runter. Ja, super, gar nicht drüber nachgedacht. Dann ist er da unten in der Ecke. Oh. Also wir kommen durch den Teleporter, schießen drauf. Aha, dann können wir einfach hier lang gehen. Das seht ihr. Und gut, wenn dann da Licht ist, sehen wir so auch. Müssen wir jetzt aber erstmal schauen, warum hier schon wieder kein Licht gibt. Aha, jetzt gibt es Licht. Cool. War einfach aus. So. Dann lassen wir den hier stehen, weil hier habe ich gesehen, ist halbwegs gerade. Hier konnte das Schiff landen. Und da ist eine Höhle. Warte mal, wo waren die jetzt? Hier. Die leuchtet auch so cool. Oh, können wir noch scannen. Weil ein Dach ganz draufsetzen. Ich glaube nämlich bei Sturm, also früher... Du musst es offen, also sie draußen liegen lassen, damit die mehr Schimmel geben. Wenn du nämlich auf dem Sturmplaneten hier ein Dach drüber machst, dann geben die ein bisschen weniger. Also lassen wir das lieber auf. Wir müssen nur sehen, wie wir jetzt was mit dem Basiscomputer machen. Und hier ein Flugfeld. Aber dafür muss das Schiff erstmal einmal kurz woanders hin. Weiß nicht, ob das hier noch irgendwo landen kann. Es wollte sich ja vorhin schon nicht landen lassen, das blöde Ding. Und wenn wir zu nah landen, dann sagt er ja wieder, hier können sie nicht bauen. Hm. Ah, da. So. Landefeld. Ja. Oh. Bauen wir uns hier oben für den Basiscomputer. Oh. Kann man eigentlich machen. Können wir den Basiscomputer hier hinstellen? Wo ist er denn da? So. Da ist die Wasserstoff. Das lassen wir so. Ah, seht ihr? Wir machen jetzt die, warte mal, welche machen wir denn?
die entfernen wir. So, und dann machen wir... Gibt's das denn? Ja, hier gibt's kleine... Normal große. Dann eine Steinplatte da unten dran. So. Dann können wir nämlich das alternative Landefeld nehmen. Oder auch nicht, weil ich nichts sehe. Ah, da ist schon wieder ein Händler für X-Module gelandet. Oh Gott, will ich mal irgendwas sehen hier. Gott, wie fahren das schon wieder? Ich weiß das immer nicht. So rum. So. Naja, gerade ist auch was anderes. So. Jetzt müssen wir die Platten da drunter finden. Gucken, ob wir die sehen. Hä, was jetzt? Hm, wo sind wir? Also, das ist eine Platte. Das. So. Ha. Ich sehe jetzt aber leider nicht. Dieses blöde Ding, was ich da drunter gesetzt habe. Wo habe ich das hingetan? Dieses... Hä? Ah, da. Das habe ich gesucht. So. Dann haben wir jetzt nämlich die... Das Landefeld ein Stück tiefer gesetzt. Ja, da hinten nehmen wir mal eine kleine... So eine. Ja, so eine. Dann sieht das so aus, als würde das Landefeld im Boden sitzen. So, da. Hä? Ja, das klappt ja auch gut. Aber so sieht auch scheiße aus. Hä? Ja, das sieht ja voll scheiße aus. Gut, dann nehmen wir halt doch so kleine Platten bis nach hinten. So. Und jetzt sieht das nämlich so aus, als wäre das Landefeld genauso eingebaut worden. Müssen nur mal gucken. Ich weiß immer nicht, wie rum das blöde Schiff landet. Ah, so rum ist gut. Dann kann man nämlich, wenn man startet, rammt man nichts. Also gut, das Gebäude ist da unten, aber hätten wir jetzt hier ein Gebäude stehen, ist die Richtung am sinnvollsten. Dann kommt hier noch eine Bodenplatte rein. Was sind das denn für welche? Gitter, okay. So, jetzt müssen wir gucken. Der Basiscomputer steht hier drunter. Also wir verbinden das ja eh mit dem Teleporter. Aber das heißt ja nicht, dass da kein Fußweg hingehen darf. So. Was ist denn das da für eine komische Blume? Nicht identifiziert. So, Ferritstaub und die Wasserstoff.
kann ja meinetwegen gern da weg. So. Oh, ist doch ein ganz schönes Stück. Dann machen wir jetzt eine Bodenplatte. So. Benutzen wir eine so mit Gitter. Dann mal gucken, wie wir am sinnvollsten da runterkommen. Also, das so machen. Wo würden wir denn da hinkommen? Also, hä? Warte. Nein, hä? Was so? Ah, so. Wie viel Höhenunterschied ist denn das? Also dann fangen wir lieber von hier mit einer Treppe an. Das kriegen wir schon irgendwie verbunden. So. Müssen nur gucken, halt, dass wir irgendwie jetzt hier so rumkommen. Also das ist dann die Treppe in die Richtung da unten geht. Ah. Wie machen wir das jetzt? Geht das, wenn wir irgendwie... Kann man da eine Treppe dran bauen? Kann man. Das ist ja cool. So. Das müssen wir halt nur mal sehen. Dass wir es irgendwie hinkriegen. Hey, großes, kleines. Was meinen die denn? Sieht doch alles gleich aus jetzt hier, oder wie? Ja. Also irgendwie. So. Jetzt sieht es ja wieder halbwegs gerade aus. Hey, und hier geht's jetzt wieder nicht, oder was? Hey. Ah, so. Warum sieht denn das jetzt anders aus? Also so und dann? Hey, es hat doch auf der Seite hier geklappt. Ah, so. Cool. Ja, so. Jetzt sieht es ja gleich aus. So. So.
Jetzt die Treppe da runter. Irgendwie so. Aha. So nämlich. Wo sind wir denn jetzt? Okay. So, dann werden wir mal testen. Kommen wir denn? Ah, guck mal, hier kommen wir auch gar nicht hoch. Ah, es gab doch hier diese Mini-Treppen, die keinen Sinn ergeben. Wie funktionieren die denn jetzt? So. Aha, und dann kommen wir hier runter. Also wir kommen jetzt hier hoch. Können hier hochlaufen. Also eigentlich können wir hier sogar eine breite Treppe hinbauen. Da wir es irgendwie geschafft haben, dass es gerade geworden ist hier. Und werden wir mal testen, ob das dann funktioniert. Wenn wir jetzt eine große Treppe benutzen. Cool, hat funktioniert. Aber können wir nicht auch eine Bodenplatte direkt von da nach da legen? So mitten in die Treppe? Ach nee. So. C, Baukamera. Dann entfernen wir nämlich nochmal dieses Stück Treppe, weil hinbauen geht ja, das haben wir gerade gesehen. So. Ja, geht auch. Da die Aussicht hier schön ist, könnten wir hier, ich weiß nicht, machen wir hier Wand oder, naja, hier gibt es ja so Feuerstürme, ne? Dann machen wir hier eine Glaswand. Die Treppen lassen wir so. Mal gucken, wie sieht denn das aus? Glas war der hier. Der. So. Mach doch da. So. So. Komisch, dafür, dass das Dach extra dafür ist, passt das so gar nicht. Und dann mit diesen Dingern hier, sieht ja aus, als würden wir uns den Kopf abrasieren wollen. Oh. Also wir nehmen mal... So. Ah, so ist besser. Dann haben wir hier... Naja. Keine Ahnung was. Ah, wir können sogar von hier schießen. Ha. Cool. Da muss hier aber ein Dach hin. Ja. Oder wir stehen die ganze Zeit im Sturm. Dann kommt jetzt... Wo ist der Basiscomputer? Ah, da drunter. Ah, nein. Aha. So ein Dreck. So, machen wir das nochmal. In die Baukamera. Basiscomputer nehmen. Ja, stellen ihn mal hier in die Ecke. So, machen wir hier oben noch ein paar Wände hin. Und eine Tür. Das ist ja cool, oder? Die Tür brauchen wir nicht wirklich. Wo sind jetzt die Fensterdinger?
Ach, na, okay, wir waren in der Baukamera. Okay. Okay. So. Ha. Ja, machen wir jetzt hier eine zweite Etage so. Ja, Fenster unten reicht ja, ne? Na, da könnten Fenster hin. So, ein paar Wände. Okay, das ist dieselbe Linie. So, wir hatten noch hier so einen coolen Torbogen. Oder nehmen wir eine Tür mit Fenster. Wie sieht das denn aus? Ach, jetzt ist nämlich der Raumschiff wieder zu nah. So. Dann kommt. Hier ein Fenster. Und hier, weiß ich nicht, normal. Wieso geht denn das nicht zu duplizieren? Ich will mich doch verarschen hier. Ja. So. Und jetzt irgend so ein Dach. Oh, wir haben ja eben das unten benutzt. Also so zum Teil. Sollen wir mal gucken, irgendwie. Können ja hier so. Dann. Gibt echt keine guten Steindächer, muss ich ja mal sagen. Dann so vielleicht. Oh. Ich habe hier irgendwie die Fenster, also die obere Etage vergessen. Die da so. So. Jetzt brauchen wir hier drin wieder Licht. Ah ne, warte, wir haben die genommen, ne? Die auf den Punkt zu setzen. Jetzt stehe ich im Weg, ist ja super. Oh. Manchmal vergisst man, dass man nicht in der Baukamera ist. So. Lampe. Lampe. Hä? Wo habe ich die denn hingesetzt? Was zum... Oh, jetzt springt der hier auch noch durchs Menü. Hä, wo hängen die denn? Hä? Warum hängen die denn nicht an der Decke?
Ist doch eine Hängelampe. Hängelampe. Man kann die gar nicht bis nach ganz oben an die... Das ist ja geil. Der denkt, das wäre ein Flachdach. Deswegen kann man sie nicht da oben hinsetzen. Ja, das ist ja scheiße. Da vorne geht das, weil es flach innen ist. Aber weil das hier gewölbt ist, geht das nicht. Ne, das ist doch scheiße jetzt. Was hängen wir denn jetzt hier für Scheiße? Jetzt hier drin Zauduster. Aber die gehen doch mal gar nicht. Bei denen ist das doch genauso, oder? Ja. Der denkt, das wäre ein Flachdach. Ist doch scheiße. Nix Kacke da. Oh geil, jetzt kann ich die Lampe nicht löschen. Ja, aber mal ernst, die Dinger hier sind auch nicht hell genug. Ja, so, ja, die hier auch. Schwebt alles, ist doch. Also mit Stein zu bauen ist eine Qual. Testen wir das jetzt erstmal so. Vielleicht macht ja der Kurzstreckenteleporter und der normale Teleporter genug Licht. Ja, super, die beleuchten die Decke. Hier unten ist auch dunkel. Ach, ist doch scheiße da. Also mit Licht hat das Spiel ja mal voll verkackt, ey. Mal. Da ist der Teleporter. Da ist das. Dann stellen wir hier den Kurzstreckenteleporter. Oder tauschen wir die? Ja, wir tauschen die. Der kommt darüber. So, und der kommt da rein. Und ja, das hier war schon da. Das vergrabenes Technologiemodul konnte man einsammeln, aber vergraben ist es ja nun echt nicht. So, Teleporterkabel. Ah, schade, wir müssen runterlaufen. So. Das Teleporterkabel verbinden. So. Und ja, jetzt haben wir alles, oder? Hier ist es zwar immer noch so dunkel. Machen die hier überhaupt Licht? Scheint ja nicht so. Na so aus. Boah, wie die es mit Lampen verkackt haben, ne?
so voll verkackt mit Lampen. Die sind alle viel zu dunkel. Muss ja 1000 Lampen hinstellen, nur damit ein bisschen Licht hast. Die machen, so wenn du hinguckst, oh ja, die Lampe ist an, ja, und guckst du weg. Ah. Kann man auch meinen, die Lampe wäre aus. Gott, jetzt schweben hier noch scheiß Viecher. Ah, gehört bestimmt zur Lampe. Die Mückenpest. So. Dann haben wir da den Teleporter. Ah, ein Speichersignal, ein Speichersignal, Speichersignal. Okay, das Ding heißt Speicherpunkt, aber mir auch egal. Gespeichert. Aber hier vorne sieht man ja einen Scheißdreck. Wir bauen jetzt hier noch vorne irgendwie... Ist ja auch nicht. Tischleuchte. Die Dinger vielleicht... Ist zwar rotes Licht jetzt, aber... Und sieht man immer ein bisschen was. Ja, aber ja, guck mal, ey, die sind ja viel heller. Aber die kann man echt nur auf den Boden stellen. Der Speicherpunkt muss erstmal noch irgendwo anders hin. Steht gar nicht nah genug an der Wand. Den habe ich ja toll platziert. So, Speicherpunkt neu setzen. So. Gucken wir uns das jetzt von der Seite an. Oder stellen wir den direkt hier hin. So. Also jetzt fehlt hier aber eindeutig... noch so ein krasses Laternchen. Ja, hauptsächlich echt, die machen das viel heller hier drin. Gut, wenn wir jetzt statt den großen Bodenplatten kleine genommen hätten, hier die Steine, die kleinen, dann hätten wir noch hier den Leuchtmoden einbauen können. Wie bei dem Glasatlas. Oder wenn wir es farblich gestalten wollen, dann können wir die hinhängen. Die können wir ja noch. Aber da sieht die Lampe so riesig aus. Das hier ist ja echt auch keine Lampe. Und die hinstellen, das weiß nicht. Da ist das hier als Bodenplatte. So leuchtend für den Weg, wenn man irgendwo hin muss, ist schon besser dann. So, speichern. Wir können ja einmal die Basis hochladen. Ich habe die umbenannt in Schimmel 1. So, und Sturm haben wir jetzt nur draußen. Und können von hier einsammeln oder von da unten. Und jedes Mal, wenn wir wieder hierher kommen, sind die immer wieder da. Wir können ja mal gucken. Ich glaube, ich habe keinen mit. Schimmel. Nee. Es ist so ein Bild mit so einer Metallstange, an der was dran klebt. Dann können wir doch jetzt mal gucken,
Wie viel uns die bringen insgesamt? Irgendwie stehen hier ein paar Bäume im Weg. Und ist leider sehr am Hang gelegen. Deshalb mussten wir ja so viele Wände benutzen. Oh, wo ist es denn? Okay, was ist jetzt kaputt? Ja, da hat sich das Spiel verabschiedet. Cool. Ja gut, ich kann euch jetzt gerade nicht sagen, wie viel Schimmel da rauskommt. Das werden wir leider erst erfahren, wenn das dumme Spiel wieder funktioniert. Es hat ja heute eh schon den ganzen Tag gehakt, also keine Ahnung. Gut. Dann verabschiede ich mich für heute erstmal. Wir haben ja eine gute Schimmelfarm gebaut. Ich denke mal ja so, weiß nicht, vielleicht 10.000, 15.000 Schimmel werden wir bestimmt rauskriegen. Und vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß habt, nichts mehr verpassen wollt, gern abonnieren und liken. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.